So, herzlich willkommen zu einem etwas anderen Projekt. Tatsächlich der zweite Anlauf. Der erste hat nicht ganz so funktioniert. Deswegen jetzt ein kleines Projekt, was ich eigentlich schon letzte Woche machen wollte. Und zwar Total Chaos, beziehungsweise ich hatte es gemacht, ich hatte es auch aufgenommen. Aber da waren tatsächlich so viele Sachen, die für mich persönlich unschön waren, dass ich gesagt habe, okay, komm, mache ich nochmal. Und zwar geht es um Total Chaos, eine Total Conversion. Für Doom 2 läuft also ne, auf der GZ Doom Engine. Es ist allerdings ein ganz anderes, also es ist ein komplett eigenständiges Spiel. Es hat vom Gameplay her mit Doom nahezu nichts zu tun. Es ist eine Art Survival, ja, eine Art Spiel. also wer jetzt irgendwie Doom erwartet oder eine Art Doom, wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Es geht eher so in die Richtung von so typisch Games, Horror-Games, wo man halt Sachen sammelt und den Crafting Gate. Lass mich euch überraschen. Es ist auf jeden Fall ein Horrorspiel. Es ist leider auch Englisch. Es ist die derzeit aktuelle Version. Ich hatte es schon sehr viel früher schon mal gespielt. Da war es allerdings so kacke, dass ich da wirklich nie Lust drauf hatte. Jetzt die finale Version ist aber tatsächlich relativ geil zu spielen. Und deswegen dachte ich mir, okay, wir spielen es einfach mal. Das Spiel ist knackig schwer. Wir werden also gucken, wie weit wir kommen. Es wird also auch definitiv kein komplettes Durchspielen sein. Einfach, weil ich weiß nicht, ob sie das jetzt mittlerweile überarbeitet haben von der Balance. Vom Schwierigkeitsgrad. Aber später wird das Spiel halt so schwer, dass man halt sehr viele Versuche braucht, was sich halt im Let's Play komplett kacke macht. Deswegen, ich werde jetzt erstmal 6 Folgen spielen für diese Woche, quasi als angespielt. Und dann, wer Bock hat, kann es halt privat weiterspielen. Man sieht auch schon ohne Facecam, was auch einfach daran liegt, dass das Spiel relativ stark User Interface beladen ist. Das heißt, die Kamera hat schlicht und ergreifend einfach nur so Platz. Ja, die meiste Platz, also da, wo es am besten Platz hätte, wäre mitten im Bildschirm, weil rechts ist viel, oben ist Sachen, die teils interessant sein könnten und so weiter und so fort. Deswegen auch ohne Dashcam, genauso wie Pokémon ja auch. Und wir legen einfach mal los. Ja. Wie gesagt, Horrorspiel. Leider in Englisch, sehr storylastig, wobei die Story relativ egal ist. Ich werde also auch nicht übersetzen, sondern einfach englische Texte vorlesen. Die Texte sind aber komplett für das Gameplay irrelevant. So, neues Spiel. Oh Gott, ich hab übersetzt. Ja, es gibt auch keinen Schwierigkeitsgrad, kein nichts, kein gar nichts. Es ist tatsächlich relativ forwarding. Es ist auch super linear, wie moderne Spiele. Du hast quasi immer eine Mission. Oh ja. So, oha. Okay, die Schrift da oben ist relativ klein. I could handle it. I had already gone through much worse. At the end of the day, I still had me. I knew who I was. Digga, meine Stimme wird direkt abkacken, garantiert. Mal gucken, wie lange ich die Stimme so gehalten bekomme. Kommt was? Ah. April of 1972. Was then I all gone. I was working as the coast guard. I was safe for distress call from the damaged offshore boat. After parking. Ich hasse Texte, die immer so super schnell weggehen wieder. Okay. Also wer will, kann selber lesen. Man kann es leider nicht überspringen. Wenn ich jetzt überspringe, überspringe ich das gesamte Intro. Also einzelne Textpassagen kann man leider nicht überspringen, von der lasse ich es auch einfach mal. Ja. When I woke, I have arrived on the Iceland. Tall the concrete structure as far as I can see. I have been here before. Was? Oh, es ist. Also, es ist ein O. Oh Gott. Schrift ist schon wieder viel zu schnell. Wie gesagt, die Story. Also, für Code. Man ist Schiff,
Man fährt Schiff und das Schiff ist Sturm und Schiff kaputt und man strandet irgendwo am Strand, an einer Insel und so. Und diese Insel scheint aber ein Industriegebiet zu sein, weil man sieht haufenweise Betonstrukturen, also quasi, ja, Betonhäuser halt. Halt typisch Industriegebiet. Und ja, das Boot ist halt sehr stark beschädigt. Man hat es weitestgehend repariert, aber noch nicht komplett. Und deswegen ist man noch auf der Insel quasi gefangen und versucht das Boot quasi zu reparieren. Darum geht es aber in dem Spiel an sich nicht, sondern im Spiel geht es darum, um das Überleben auf der Insel. Deswegen, man merkt schon, Story ist zwar schön nett to have, but not important. So, da ist das Schiff, mit dem kamen wir wahrscheinlich an. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber es ist naheliegend. Ich feiere diese Atmosphäre. Wer sich wundert, die Grafiken hier, ich spiele die Light-Version. Die Grafiken sind normalerweise sehr hochauflösend. Allerdings so hochauflösend, dass mein Aufnahmeprogramm da schon wieder Datenströme erzeugt, mit dem es nicht gut klarkommt. Und deswegen habe ich quasi die Light-Version installiert, also genommen. Leider ist der Unterschied zu Light sehr krass. Also die Texturen, wie man hier sieht, sind nicht nur etwas niedrig auflösender, sondern quasi 20stel Auflösung. Während man bei der normalen Version die Schrift komplett lesen kann, die hier drauf steht, kann man hier gar nichts mehr lesen. Also das ist wirklich meines Erachtens ein bisschen zu stark runtergebrochen. Aber gut, was willst du machen? Die Sachen, die wir lesen können, können wir hier soweit lesen. Auch das ist genau genommen uninteressant. There is no other way. Okay. Ja, sprinten können wir auch. Also so ein bisschen so. Ne, so ein bisschen Vorsprung quasi. Ansonsten ist das Spiel halt sehr atmosphärisch. Ich liebe die Atmosphäre. Das Spiel ist einfach sehr schön. Siehst du, gibt es eigentlich so einen Cinematic Mode hier? Ich weiß es gerade gar nicht. Total Chaos Option? Nein. Ich würde gerne die ganz normalen Optionen haben. Hä? Wo gibt es denn hier dieses Suchen? Man konnte doch auch immer diese Spiele, die benutzerdefinierte Menüs drin haben, wo die Hälfte nicht mehr vorhanden ist. Na gut, dann muss das mit der Kamera so funktionieren. Ich versuche die Kamera ein bisschen ruhiger zu halten. Leider habe ich eine sehr hohe Sensitivity. Ne, sehr niedrige. Sehr hohe? Sehr niedrige? Keine Ahnung. Also, wenn ich meine Maus ein bisschen bewege, bewegt sich die Kamera sehr stark. Ich persönlich mag es so. Allerdings fürs Zuschauen jetzt gerade in so einer Umgebung. Ich weiß nicht, wie YouTube damit klarkommt, weil das Ganze ist relativ grau. Ja. Von daher gucken wir mal. Graue Videos mag YouTube ja nicht so unbedingt. So, hier ist eine Tür. Press use to open the door. Locked. Oh. Sehr schön. Ein Bäumchen, wo die Äste ehrlich gesagt ein bisschen komisch aussehen. Oh. Ein Key. Ein Blatt. Sehr gone. Sehr all gone. My paradise. Something has taken it away. Had taken it over. This isolation. It is killing me. Ja, die Schrift ist. Was? Ah! Journal! While flowing forth houses, you will come across journal entries. Written by those who used to live here. Press the journal key, J, to read the entries. Okay, das heißt, wir können die quasi immer die Zettel, die wir finden, behalten wir quasi und können wir immer später wieder aufrufen mit der J-Taste. Wichtig ist, diese Grafiken, die hier angezeigt werden mit den Tasten, das sind Bilder. Das heißt, die Tasten, die da stehen, jetzt zum Beispiel die J-Taste, gilt nur so lange, wie ihr selber nichts verändert. Wenn ihr Sachen manuell bearbeitet, ignoriert das Spiel in diesen Hilfeseiten. Das heißt, so wie ich habe hier manche Sachen umgestellt, weil ich es persönlich einfach anders gewohnt bin, durch Doom. Von daher, ja.
Die Tür geht einfach schon auf. Sehr gut. Wo müssen wir jetzt überhaupt lang? Sag mal. Da hinten waren wir, oder? Hier haben wir. Genau, doch. Bei der einen Tür waren wir drin und die andere Tür war gesperrt. Von da hinten kommen wir. Dann geht es jetzt nur noch hier. Your inventory. In inventory you can use and manage items you have found in the forest of the forest also la la la. Use medical kit to heal yourself, bandage to stop bleeding out, many items like those can be used to manage your status. Double click on an item to use it. Press E to access your inventory. Okay, E ist Inventar. Aha. Ja, das ist ganz anders als es früher war, weil das alte Inventar war der Hauptkritikpunkt. Und jetzt ist es so, wenn man Sachen aufsammelt, kommen sie hier rein. Und das ist für mich auch der Grund, weswegen ich die Aufnahme zum Beispiel nochmal mache, weil bei meiner alten Aufnahme war die Kamera genau hier oben. Und ja, da hat man die dann entsprechend da hier manche Sachen nicht mehr gesehen. Genau. So, das heißt, wenn wir Sachen aufsammeln, das ist zum Beispiel Sachen, die wir aufsammeln können. Ein Medikit. Dann landet das hier drinnen. Und genau. Die Sachen haben ein Gewicht. Das heißt, das Ding wiegt 5,5 Pfund. Ich hoffe, LB ist Pfund. Ich weiß es gerade gar nicht. Und wir können 180 Pfund tragen. Und ja, wenn das voll ist, können wir halt nichts mehr mitnehmen. Beziehungsweise... Oh, ich kenne das neue Inventar noch nicht so ganz. Man kann, glaube ich, was mitnehmen, aber man kriegt dann entweder Schaden über die Zeit oder auf jeden Fall wird man langsamer, man kann nicht mehr sprinten und so eine Kacke halt. Man kann nur dann nichts mehr mitnehmen, wenn das tatsächlich hier voll ist. Also wenn wirklich der Platz voll ist, dann kann man nichts mehr mitnehmen. Ansonsten kann man mehr tragen vom Gewicht her, als man tragen kann. Man wird nur langsamer. Was? Oha, hier gibt es Geräusche. Ein Spiel mit Geräuschen, ich hasse Audio. Oh. Okay, das sind wohl diese komischen Signale, von denen am Anfang geredet wurde. Ein paar Äpfel. Sehr schön. Ja, und die Sachen stacken auch, wenn man mehrere Sachen hat, die gleich sind, wenn die auch gestackt. Das war früher tatsächlich auch nicht so. Das heißt, früher hätten die drei Äpfel drei Slots gebraucht und man hatte früher auch nur die halbe Höhe. Und das war nämlich der Grund, weswegen ich das früher halt sehr ungern gespielt hatte, weil halt das Spiel relativ cool war, aber das Inventar war halt super schnell voll. Und es gibt auch später Sachen, die sind extrem groß. Werkzeuge oder Waffen zum Beispiel, die verbrauchen gleich vier oder sechs Slots mit einmal. Und dann war das Menü halt quasi voll mit einmal. Bumm. Und ja, das wurde jetzt halt stark überarbeitet. Deswegen, wer die alte Version kennt und sie hasst, genauso wie ich, der kann aufatmen. Die neue Version ist definitiv richtig geil gemacht. Richtig schön. Oh, da ist was. Ich will da hinten hin, da ist was. Da blinkt was. Ich kann durch die Kisten durch. Okay. Ich komm da wirklich ran. Ja, geil, wie geil ist das denn? Oh, vergammeltes Fleisch senkt unser Leben. Gibt uns aber einen Stamina Boost. Verursacht aber Strahlungsschmerzen oder Strahlungsschaden oder sowas. Total verstrahlt hier alles. Kommen wir da hoch? Nein, offensichtlich nicht. Gut, dann gehen wir hier runter, wenn es da nicht hochgeht. Oh. Noch ein Medikit. Wir werden ja direkt verwöhnt hier. Oh, Leuchtkerzen. Oh, ich liebe so eine Dinger. Ich liebe es, wenn sich in der Map irgendwas bewegt. Ich feiere sowas. Tatsächlich Zigaretten. Lower Health. Okay, jetzt muss ich mir ganz überlegen. Die Sachen werden links tatsächlich schon angezeigt. Guck mal, da hat man so eine Vorschau. Aber hier steht, dass sie unser Leben verringern, aber da drüben links wird nichts rot angezeigt. Ne? Weil hier zum Beispiel sieht man, zwei Punkte werden abgezogen bei Health. Hier aber nicht. Das heißt, die verringern das Leben tatsächlich relativ wenig. Könnte man also tatsächlich mal überlegen, wir heben die erstmal auf.
Wie schwer sind die Dinger überhaupt? Was? Oh, okay, manche Sachen haben gar kein Gewicht. Cool. Dann packen wir die mal direkt extra. Okay, alles andere wiegt aber was. Und die wiegen sogar relativ viel, schon 11 Pfund. Ah, das ist nicht so gut. Wir können ja nur 180 tragen. Ah, okay, das hier haben sie auch tatsächlich gebessert. Ja, eben, stimmt, hier ist eine Tür. Okay, die haben also auch die Map überarbeitet. Weil früher war hier keine Tür, sondern hier geht es einfach direkt rein. Und die Lampe war da. Und hier war aber alles. Oh, da leuchtet was. Hier war aber alles dunkel. Und wenn hier eine Lampe ist, dass alles dunkel ist, macht keinen Sinn. Jetzt ist die Lampe aber hier vorne. Und das erklärt durchaus, warum es hier so extrem dunkel ist. Es ist zwar nicht schön. Oh, da blinkt was. Alter, ich sehe einfach nichts. Was ist das? Oh, Alter. Boah. Herr damit. Einfach aufnehmen und raus hier. Da kriegst du Kopfschmerzen von. So. Ah, unser erstes Werkzeug. Ein Schraubenschlüssel. Und ein wissenschaftliches Medikit. Nein. Auf jeden Fall erweitertes. Das ist ein normales Medikit, das erhöht, das senkt. Nein. Also erhöht doch unser Leben. Und das hier erhöht aber unser Leben, reduziert Blutungen und Strahlung. Sehr schön. Moment mal, der Schacht endet da hinten einfach. Hä? Wo geht die Luft denn hin? Oder von wo kommt die Luft? Da hinten ist einfach Ende im Gelände. Lol. Was machen die da draußen schon wieder? Hat jemand Geburtstag oder was? Party! Gott, spielt draußen jemand mit Böller rum, Alter, ich glaub's ja. Genau, hier waren wir schon. Ach, siehst du, können wir jetzt Kisten? Ja, wir können Kisten kaputt machen. Geile Scheiße. Oh, und das Werkzeug nutzt sich nicht ab. Alter, was machen die da draußen? Okay, One-Handed Attack Only. Also nur Ein-Hand-Attacken. Ah, kann nicht kaputt gehen und primäre Angriffe verbrauchen nicht so viel Stamina. Okay, ich muss da ganz kurz Fenster zu machen. Ist ja draußen krass, was gerade abgeht. Was machen die da draußen? Ach, ich meine nicht. So, viel besser. Genau. Und was haben wir hier? Einmal Holzkleber und eingelegtes Fleisch, also Stamina Boost. Ja. Okay, also dieses Radiation Damage ist wahrscheinlich nicht nur Radiation, also nicht nur Verstrahlung im klassischen Sinne von, ne, Radioaktivität, sondern tatsächlich allgemein Vergiftung. Gut, das heißt, dann packen wir die Sachen schon mal ein bisschen extra. Genauso wie das hier. Okay, wobei das ganz viel Health braucht, das hier aber kaum. Ach so. Ach ja, okay. Also das verbraucht ganz schön viel Health und verursacht auch ganz schön viel Radiation. Das hier aber kaum. Das verbraucht gar kein Health und nur ein bisschen Radiation. Das heißt, das können wir tatsächlich mal behalten. Die Äpfel sind super gut. Komm, ich schmeiß das Ding hier direkt weg. Easy. So, gibt es noch mehr? Waren hier hinten noch weitere Kartons? Ja, Kisten. Wenn das Werkzeug eh nicht kaputt geht, dann können wir es ja hier, ne? Können wir ja hier ein bisschen. Oh, was ist das denn? So, mehr war hier aber nicht. Oh, eine Armeeration. Also Essen. Kein Medikit, sondern Essen. Auch wenn da ein rotes Kreuz drauf ist. Aber das ist tatsächlich Verpflegung. Sehr schön. Wir haben schon 44 Pfund. Weiter der Waldweg. So, hier sind auch nochmal Kisten. Oh.
Weapons can be found scattered on the ground or the forest. Oh, this primary attack, swing the weapon and can be used in a 3-hit combo. Each hit in the 3x combo will more damage on successful hit. Second attack, charge the attack at the cost of stamina. The more stamina used, the more damage will be inflicted. Okay, das heißt also mit Link. Nein, halt. Was denn? Was ist passiert? Mit Linksklick, also mit Normalangriff, können wir eine 3-Attacken-Kombi ausführen. Bei jedem Schlag erhöht sich auch der Damage. Und mit Rechtsklick können wir quasi einen aufgeladenen, also quasi ne, Schwung holen, wenn man so möchte. Das. Hier war das, wo wir hier durch das Ding durch da was aufgesammelt haben. Lol. Nice. Wir haben einmal Wodka, dreckiges Wasser, eine leere Flasche. Ach, okay, damit kann man Sachen bauen. Und eine fast kaputte Axt. Hm, weg damit. Ja, weg damit. Fast kaputte Sachen brauchen wir nicht. Wobei, Moment, schon mal, warte mal ganz kurz. War da gerade was mit kann repariert werden? Ja, ganz unten. Wenn es kaputt geht, kann es mit Holzkleber und einem Holzstab repariert werden. Oh ja, können wir mal mitnehmen. Was? Hallo? Wer ist hier? Ich bin da. Wo bist du? LMA. Gut. Oh, ich liebe Kisten kaputt machen. Kisten kaputt machen ist ein Hobby von mir. Ich will da. Okay, komm ich nicht dran. Schade eigentlich. Sieht eh nur aus wie Wodka. Da haben wir einmal. Wow. Oh, jetzt ist das. Keep an eye on your status to stay alive. Stamina, ability to dock and use weapons. Radiation, inflict damage caused by radiation. Hunger. Find food to prevent stamina. This has the final effect on stamina. Okay. Achso, das heißt, ja klar, wenn man viel Hunger hat, kann man keine Stamina mehr aufbauen. Bleed. Keep banished up to prevent bleeding. Also siehst du da, die Q-Taste zum Beispiel, die Q-Taste ist Standard. Bei mir ist es aber gar nicht mehr die Q-Taste, sondern die Tab-Taste. Deswegen muss man halt tierisch aufpassen. Man muss also, wenn man Sachen ändert, das wie gesagt im Kopf behalten, dass denn die Menüpunkte nicht mehr stimmen. Oh. Was? Man kann hier gar nicht reinfallen. Lol. Apropos wo reinfallen, wir sollten vielleicht doch mal speichern. Total Chaos. Ja. Wer klingelt denn in der Mittagsstunde, sag mal? Kommen wir hier rein? Nö. Offensichtlich nicht. Was? Boah, Alter. What the fuck? Hoffnungslos. Okay.
Wo geht's da hin? Ich will hier durch. Ich will hier durch. Kisten! Yay! Es gibt nichts Schöneres, als Sachen kaputt machen. Okay, wenn man die Kisten kaputt gemacht hat, kann man da trotzdem nicht hinlaufen. Interessant. So. Wir haben zweimal Salami gefunden. What the fuck? Ach komm, lass mich einfach da. Nein, da. Ach komm. So. Was bist du denn? Oh. Ein bisschen Brot kann nicht schaden. Okay, ich sehe gerade, die Radiation Damage, die wir damals aufgebaut haben, geht nicht weg. Das heißt, wir müssen mit Radiation echt ganz schön aufpassen, das baut sich nicht wieder ab von alleine. Ha, na gut. Dann müssen wir mit den Dosen doch ein bisschen besser aufpassen. Das. Boah, easy. Wodka. Eben, das ist etwas, was man werfen kann. Lol. Krieg mal speichern. Und nochmal dreckiges Wasser. Na gut. Warum nicht? Ist verschlossen. Bitte was? It's a trap! Yo, Lego mio! Okay. Ja, an die Map kann ich mich sogar noch erinnern. Hier war, glaube ich, auch noch ein Gegner. Müssen wir also auch ein bisschen aufpassen hier. Hallo? Lieber Herr Gegner? Ich hoffe, wir hören ihn, bevor er kommt. Wir müssen auf jeden Fall erstmal einen Schlüssel finden. Und ich habe keine Ahnung mehr, wo der war. Gott, der geht überall lang, Alter. Die Frage ist, findet man Kisten, Schlüssel auf den Kisten oder tatsächlich nicht? Ist auch noch so ein Ding? Okay. Digga, die Kisten, sie sind ja hier alle leer. Was ist hier los? Da ist auch noch ein Schlüssel. Auch noch ein Schlüssel. Ist versperrt. Hä? Moment mal, wie hier waren wir bereits? Ach, hier geht's noch weiter. Auch noch ein Dingsterbumster. Wow. Oh, Quick Save. Wir haben einen Schlüssel. Das ist natürlich super geil. Vielleicht kommt jetzt auch dieser komische Typ da mal raus. Vielleicht ist der Gegner tatsächlich eventgesteuert, dass er erst rauskommt, wenn die den Schlüssel haben. Hä? Ja, da ist er. Der ist aber schnell. Junge. Der kann werfen, Alter. Was ist das für ein Arsch? Bleib ja weg von mir. Aua. Digga, wie oft müssen wir das bitte zuschlagen? Alter. Geht doch. Okay, wir bluten. Haben wir irgendwas zum Verbinden? Wir können unser Leben auffüllen, aber nicht die Blutung auf. Achso, na gut. Ah, okay, die Blutung hört also auch von alleine auf.
sehr schön. War das schon immer so? Keine Ahnung. So. Schlüssel haben wir geöffnet. Schlüssel haben wir geöffnet, klar. Das, so, da hinten war noch einer. So, und... Nee, halt hier hinten waren wir schon. Ist das Tür eigentlich auch? Immer noch zu. Schade eigentlich. Ach ja, siehst du, genau, hier am Eingang war noch einer. Jawohl. So. Was? Oh, oh. Von wo? Oh. Der hat verfallen. Ah, the Tür's off, Gagge. Ich will da rein. Och man, immer diese Teile, wo man nicht hin kann. Jetzt Bullshit. Wir haben zweimal Energy Drink, wir haben zweimal Stimpack, wir haben Hunger. Ah, wir haben endlich mal Bandagen. Cool, mit denen kann man also tatsächlich Blutung direkt stillen. Der würde ich mal sagen, setze ich die mal auch auf einen Quick-Slot. Wohin? Wir fangen einfach mal bei der 1 an. Obwohl ich bei 1 lieber eher Waffen hätte, aber wir haben noch gar keine Waffen. Lol, wir haben schon Feinde, aber noch keine Waffen. Ist ja auch schön. Gott, wie so, haben wir irgendwas übersehen oder verwickle ich gerade was? Oh. Hehe. Das sieht mir ganz schön dunkel aus. What the fuck? Oh, Alter! What the fuck? Hilfe! Was stimmt nicht mit dem Spiel? Wo? Oh. Oh Gott, hier sind überall welche! Kann mir mal jemand sagen, wie man das machen soll? Alter, ich sehe die nicht mal. Oh, kann ich die einfach rauslocken und jetzt einfach hier drin gehen und warten, bis die alle. Bis ich dran vorbeigehen kann? Ach du Kacke! Alter! Oh, ey, jetzt komm ich auch noch. Hilfe, ich bin ausge. Hilfe! Hier ist ein Zuschalter, geh doch zu! Hä? Ah! Oh. Okay, die kamen nicht durch. Ah! You have come here to find something. Something we have both desired for a long time. Your presence in this place means you are willing to do what I ask of you. If you follow my requests, then I will take you to what it is you desire. Okay. Oh, geht das hier auch auf? Nö. Aber schön, dass die Viecher da aufgehalten wurden. War also scheinbar wirklich zum Wegrennen gedacht an der Stelle. Weil wir haben noch gar keine Waffen. Ich meine, wie hätte ich mich bitte verteidigen sollen? Vor allem, da kamen immer gleich mehrere mit einem Mal. Aus allen Richtungen. War das eigentlich richtig? Gott, Alter, ich muss mal erstmal überlegen, bevor ich irgendwas mache. Am besten direkt mal speichern. Bevor ich hier wegen Dummheit draufgehe. Wow. Oh. Das sieht mir aus wie Außenbereich. Schön viel zu essen. Wobei das wieder das Zeug ist, was. Is where we need to go. Will der Ripper werden oder was? Okay. Auf jeden Fall, ja, das hier ist tatsächlich. Ich weiß nicht, ob wir das aufheben sollen. Boah, Alter, das wiegt auch 20 Pfund. Okay, komm. Wir schmeißen die Dinger weg.
Die Salami hier ist definitiv besser. Dann noch ein paar Äpfel. Was? Äpfel schon weg? Duct Tape. Lol. Und ja. Lichtkerzen oder sowas. Wisst was? Geht eigentlich so. Und jetzt. Beth. Kannst du bitte mal unten bleiben? Danke. Können wir jetzt eigentlich direkt hier auch die Waffen durchwechseln? Ja, sehr schön. Okay, also wenn da unten der Punkt bei meiner rechten Hand, sieht man da unten so ganz klein. Alter, warum ist das alles so klein? Sieht man tatsächlich da so einen, kleinen Block. Wenn das die Treffer sind, die wir noch landen können, heißt das, wir können die Waffe genau einmal einsetzen. Bitte was? Ist ja ganz schön, ja. Nett. Muss man so zu sagen. Oha. Männchen mal. Bist du hier lang? Ich gehe einfach mal hier lang. Ah, okay. Wollte gerade schon sagen. Weil eben, das war nämlich das Beknackte. Wenn man Sachen kaputt macht, dann nutzt sich die Sachen, wie gesagt, auch ab. Okay. Gut, dann kann ich mal aufheben. Dann können wir uns eine neue Axt bauen, wenn wir irgendwie mal so einen Holzstab irgendwie haben. Oder haben wir noch? Können wir auch das Ding benutzen als Holzstab? Wäre geil. Ja, nee, das heißt nämlich eben, wenn man Sachen kaputt macht damit, dann wird das quasi auch als Schaden berechnet. Und das ist halt so, naja, ist halt ein bisschen blöd. Und deswegen habe ich halt gerne auch irgendwas, was halt kein was halt nicht kaputt geht. Von daher ist es ganz gut, dass wir das Ding hier direkt gefunden haben, was halt nicht kaputt geht. Weil so können wir nämlich beliebig viele Kisten looten. Ohne dass wir Angst haben müssen, dass wir damit irgendwas kaputt machen. Oh, ein Bestellschein. Pro Zab 20 Milligramm Tabletten. Treatment for Panic Attacks. Take one tablet per day. Okay, es sind also Tabletten gegen Panikattacken. Das heißt, irgendjemand hat hier mal einen Panikanfall. Oder hat immer noch einen Panikanfall. Wobei ich nicht glaube, dass hier noch jemand lebt. Wobei, wenn man das Ganze so mit Half-Life vergleicht, ne, da gab es auch welche, die... Sollen wir wieder raus? Nein, die von da kamen wir ja. Ich gehe erstmal hier lang. Ach so, übrigens, bei der Qualität, ne? Da wurde nicht nur die Textur runtergedreht. Oh, ist das denn nicht für ein schöner Bug? Also ist kein Bug, sondern einfach eine überlappende Textur. Was ich sagen wollte, es wurde nicht nur die Qualität der Textur runtergeregelt, sondern auch der Detailreichtum der Meshs. Also quasi aus wie vielen Polygonen die Sachen hier bestehen. Das heißt also zum Beispiel Sachen, die rund sind, sind in der Originalversion viel runder, als die jetzt hier auch sind. Gut, ich würde mal sagen, wir machen mal langsam mal Folgenpause. Ich glaube, die Folge hat mittlerweile echt schon ganz schön Überlänge. Kann das sein? Ich weiß es gerade gar nicht. 1,8 Gigabyte. Mal gucken. Oh, 40 Minuten. Okidoki, dann würde ich mal sagen, speichern wir an der Stelle mal. Und dann, ja, sehen wir uns später wieder. Von daher, bis dann.